Liebestagebuch. Nee, das ist ja lächerlich. Ich bin 18, es ist 1931, ich schreibe einen Film. Also, alles auf Anfang für das kunstseidene Mädchen. In der Hauptrolle ich, Doris, aus einer mittleren Stadt, die so ein bisschen ist wie Köln. Wie gesagt, 18 und leider Tipse. Aber auf dem Weg, ein Glanz zu werden, der oben ist. Also ein Stern, Star, naja. Ich habe natürlich eine Mutter und einen Säuferstiefvater. Und hier, die Therese ist meine Kollegin und Freundin, aber es geht um Männer. Deswegen schnallt euch an, hier die wichtigsten Männer. Der Anwalt ist picklig und wo wir arbeiten. Naja, Hubert ist eigentlich Geschichte und Doktor der Physik und mein Schicksal. Alexander ist uralt und Fabrikbesitzer, aber unheimlich nett, solange seine Frau nicht da ist. Dann gibt es Karl, eine ulkige Kruke, ein bisschen Gärtner, hat eine Ziege und eine Laube. Und schließlich Ernst, der eine Stimme wie dunkelgrünes Moos und Augenringe hat. Ah. Gestern Abend so um 12 ging was Großartiges in mir vor, deswegen schreibe ich jetzt und das Tippen im Büro wird immer ein bisschen schwerer. Ich lasse die Kommas sicherheitshalber weg. Die Kommas! Aber dann klimper klimper gucke ich ihn so sinnlich an und in der Regel hat sich's dann auch mit den Kommas, auch wenn ich nie mit dem irgendwas anfangen würde, weil, wie die Therese richtig sagt, etwas Liebe muss dabei sein. Sie hat ja recht, aber sie ist vertrocknet und 38, weil sie so ideal ist und einem Verflossenen nachtrauert. Aber ein prima Kerl. Ich muss mich ja vor Sinnlichkeit manchmal aktiv schützen, zum Beispiel mit rostigen Sicherheitsnadeln an der Unterwäsche, wie zum Beispiel, als ich mit dem Auto Grönland ausgegangen bin. Na komm schon. Und ich hätte dem bestimmt nachgegeben, aber die Sicherheitsnadeln hätte ich ihm nie gezeigt. Wofür halten Sie mich? Wie viel Uhr ist es eigentlich? Ich habe gar keine Uhr. Ich bin von Ihrer Moralität sehr beeindruckt. Hier haben Sie eine Uhr. Schenkt mir eine Uhr. Ich muss ja immer an den Hubert denken, mit dem ich, als ich 16 war, ein ganzes Jahr zusammen war. Und dann hat er fertig studiert und... Doris, ist es so, wenn ein Mann heiratet, dann will er eine unberührte Frau. Tschüss. Arsch! Und wenn ich so darüber nachdenke, dann mache ich überhaupt keine Kommas mehr. Der Brief muss neu geschrieben werden. Klimper, klimper, neu geschrieben werden. Warum funktioniert das? Ich drücke mich so ein bisschen an ihn und dann wirft er sich auf mich und sagt, komm her, du willst es doch auch. Sie blödsinnige Rechtsanwalt, gucken Sie sich mal an. Ach, so eine bist du. Ich will mein Monatsgehalt und dann tschö. Was ein bisschen blöd ist, weil jetzt habe ich keinen Job mehr. Glücklicherweise kann mir Mama, die Garderobiere beim Theater ist, dort eine Statistenrolle besorgen. Aber da sind natürlich wahnsinnig viele Küken unterwegs. Der Direktor Olmütz mit der grünen Haut hat mir Na zugerufen. Hat er gar nicht. Ich frage ihn einfach mal heute Abend, ob er Na gesagt hat. Hä? Und schon komme ich mit allen prima aus. Na, fast mit allen. Das Trapper ist eine Schauspielschülerin. Das war ein Ausbruch aus Judith. Kennst du wohl nicht? Püh. Und dann ist Wallenstein und sie kriegt einen Satz. Aber ich sperre sie auf dem Klo ein und dann habe ich ihren Satz. Und der Direktor Olmütz so, ich bin total beeindruckt, du wirst Schauspielschülerin und kriegst ein Stipendium. Yippie, es geht aufwärts. Und die Großindustrie lädt mich ins Kabarett ein. Also, sind Sie Jüdin? Oh, wenn Sie wollen. Mein Vater hat sich letzte Woche in der Synagoge einen Fuß verstaucht. Was? Ich hab's ja gleich gewusst, diese krausen Haare, das gibt's ja nicht. Das ist eine Dauerwelle. Aber es geht, wie gesagt, aufwärts. Bald ist Premiere, Riesenparty und ein paar Tage später ist wieder Wallenstein und die Therese kommt an und sagt, der Hubert hat telefoniert. Nein! Und ich habe nur meinen blöden Regenmantel dabei. Ich klaue mir jetzt einen Pelz im Theaterfoyer. Das müssen wir jetzt ein bisschen simulieren. Es war ein Fee und er wollte unbedingt mit zu mir. Dann treffe ich den Hubert. So, na, du machst ja jetzt Karriere im Theater, ne? Und ich wusste genau, dass seine Jungfräuliche ihm abgesprungen war. Deswegen schliefen wir in der Nacht miteinander. Und am nächsten Morgen, sag mal, du hast doch jetzt eine Gage. Kannst du mir Geld leihen? Ich so, du hast nichts, ich hab nichts. Warum versuchen wir es nicht zusammen? Nö. Und das ist mir eine Lehre. Weil, wenn schon kein Geld im Spiel ist, dann sollte wenigstens Liebe dabei sein. Und ich muss jetzt nach Berlin abhauen wegen dem geklauten Pelzmantel und wegen der Karriere. Berlin! Zunächst mal wohne ich bei einer Freundin von Therese namens Margret, die gerade ein Kind kriegt. Der Mann ist natürlich zu nichts zu gebrauchen. Ich hole die Hebamme, bam, nennt sie Doris. Hat mich sehr gefreut. Und jetzt wohne ich bei der Tilly, die einen Mann hat, der allerdings auf Montage ist. Und ich muss jetzt dringend auch mal einen Mann haben, damit ich irgendwie weiterkomme. Hallo, ich bin der Rote Mond, ich bin Schriftsteller und früher hatte ich sogar meine Leserschaft, da war aber auch alles besser. Soll ich dir mein Schlafzimmer zeigen? Und da sitzt er auch schon auf seinem Bett und ich so, lesen Sie mir doch was vor. Und das tut er, ich halte es eine Weile aus und klaue dann zur Belohnung ein paar Seidenhemden von seiner Frau. Dann hüte ich die Kinder vom Onyx, dem er natürlich auch binnen kurzem ein unmoralisches Angebot macht. Na Fräulein, wie wär's denn mit einer Wohnung und ein bisschen Geld fürs Rummachen? Und ich so, sie sind zwar eklig, aber vielleicht muss ich. Da steht sein Freund, der Schöne, da. Und wir trinken zuerst mal zu dritten Wein. Und dann mache ich etwas sehr Dummes. Ich gehe nämlich mit dem Schönen mit. Und am nächsten Morgen, raus, sie Dirne. Na, ihre Kinder sind auch nicht vom Heiligen Geist.
Dann lerne ich den Ranowski kennen, der Zuhälter ist und der mit seiner Hulla, also einer Art Angestellten, im Haus wohnt und den Garagenfranz und dann den Brenner unten im Haus. Der ist nett. Hallo, Herr Brenner, ich erzähle Ihnen was aus der Stadt. Und er fummelt ein bisschen an mir rum, aber übermorgen muss ich ins Blindenheim und seine Frau ist echt nicht nett. Und ich so, ja, dann machen wir doch noch einen Ausflug in die Stadt. Das ist mein Mann! Ja, trotzdem. Und wir machen einen Ausflug in die Stadt. Der freut sich total über alles, was ich ihm erzähle. Und ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, gut zu sein. Und dann kommt, bang, Alexander. Mein kleiner roter Edamer, ich bin so glücklich. Und der überschüttet mich mit Geschenken. Ich habe wirklich alles. Ich habe einen Seidenkimono, Pelzjackett, Zervelatwurst und eine Hotelsuite, in der ich wohnen kann. Und es geht einige Wochen richtig gut. Und irgendwann sage ich, komm, wir machen Urlaub. Und er sagt, die Zeiten sind schwer. Und dann liege ich eines Morgens im Bett, steht seine Frau im Raum. Und ich so, wah, und sie so, wah, ich kann glücklicherweise noch die weißen Seidenschuhe retten und einen Koffer, denn er ist verhaftet worden und ich stehe wieder bei Tilly. Der ihr Albert ist wieder da und guckt mich komisch an und den Ranowski haben sie verhaftet, da kommt dessen Hulla angelaufen und sagt, Hilfe, er hat mir geschrieben, ich muss mich um seine Goldfische kümmern, sonst tut er mir was an und jetzt schwimmt der Lolo mit dem Bauch nach oben. Albert, gib mir mal die Flasche Cognac. Aber als ich zu der Hulla wiederkomme, tritt der Ranowski gerade in den Raum und die Hulla schmeißt sich vor Angst aus dem Fenster. Und ist tot. Und ich ziehe jetzt bei der Tilly aus, weil der Albert mich immer so komisch anguckt und in ein möbliertes Zimmer, was aber eine Schweinerei ist. Vielleicht rufe ich mal den Lippi Wiesel an, der kann mir bestimmt helfen. Dring, dring. Lippi Wiesel. Hallo Lippi, sag mal, kennst du Schweden? Ja. Mist. Und Griechenland? Ja. Und Bulgarien? Nee. Ah, super, weil mein Vater nämlich Regierungsgeschäfte mit denen da hat. Das imponiert mir, ich bin nämlich ein politischer Mensch, du kannst bei mir wohnen. Und ich koche ihm was zu Weihnachten, aber er lässt mich alleine und geht woanders hin zu Besuch. Und dann liege ich schon im Bett, als er wiederkommt. Und er so, ich habe zwar kein Weihnachtsgeschenk für dich, aber kannst du mir vielleicht die Hose sauber machen? Lässt sie runter, springt ins Bett. Deutsche Weihnacht! Hat sich was mit Deutsche Weihnacht? Ich schnappe mir meinen Koffer und stehe an Weihnachten alleine auf der Straße und muss im Tiergarten übernachten. Dann habe ich eine Pechsträhne, weil die Straßen voll sind von Arbeitslosen und Huren. Und ich sitze im Wartesaal und die Kellner gucken mich so höhnisch im Café an und die Männer, die ich treffe, sind nichts wert. Ich übernachte sogar mal in einem Taxi, weil kein Fahrgast da ist. Dann kommt Karl. Na, sibirisches Mädchen mit einem Pelzmantel, willst du bei mir arbeiten? Ich habe 2 Zimmer und einen Zieher. Und gib mir ein paar Würstchen und ein helles aus. Nee, ich habe meinen Ehrgeiz. Ehrgeiz kannst du mich kreuzweise mit. Gestreift ist auch ganz schön. Und er geht, aber er hinterlässt einen Eindruck. Dann ist Neujahr und ich kriege mit, wie die Nazis einen proletarischen Club überfallen und ich muss mich verkaufen. Aber nur einmal und damit ich ein Kapital habe. Da kommt der Ernst. Willst du mitkommen? Ja, und ich gehe mit ihm nach Hause. Bei ihm zu Hause sieht es nach Bauhaus aus und der muss mir mindestens 10 Mark geben. Und er erzählt die ganze Zeit von seiner Frau. Meine Hanne ist mit einem Gigolo weg und fasst mich nicht an, lässt mich da bleiben, stellt mir Frühstück hin mit einem Kaffeewärmer. Und was ist denn das für ein Mann? Ich wohne jetzt bei dem und ich koche und mache den Haushalt und immer nur Hanne, der ist doof. Sie liebte Tschaikowski, ich kenne Ranowski, die Männer aufs Ski sind gefährlich. Und sie konnte so schön Schubert singen, ich kann nur, das ist die Liebe der Matrosen. Und irgendwann fange ich an, ihn zu lieben und will, dass er mich auch liebt, aber nix. Er denkt, ich bin unschuldig, deswegen gebe ich ihm mein Nicht-Tagebuch zu lesen, aber nix. Dann kommt plötzlich ein Brief. Lieber Ernst, ich war dumm, bitte nimm mich zurück, deine Hanne. Den verstecke ich unterm Teppich, den soll er nicht kriegen. Und er sagt zu mir, du musst deinen Pelzmantel zurückgeben, dann besorgen wir dir neue Papiere und eine Arbeit. Aber ich will keine Arbeit, ich will ein Glanz werden und ich will einen Mann. Liebe an sich strengt an. Vater im Himmel, schenkt mir bitte Bildung und dass er mich liebt. Und fromm will ich auch sein. Und ich ringe mich durch, will den Pelzmantel zurückgeben, richte alles so schön her für uns beide. Und eines Abends kommt er dann nach Hause und küsst mich. Hanne, Liebes. Und er weint. Und ich so, ich bin gleich wieder da. Schnappe mir meinen Koffer und den Brief, stecke ihn in einen Umschlag an ihn adressiert, werfe ihn ein und gehe zu dieser Hanne. Hanne tanzt in einem Kabarett und in der Pause kommt sie. Ja, ich komme von ihrem Mann. Er sagt, sie sollen sofort zu ihm zurückkommen. Gott sei Dank, eine gesicherte Existenz. Er liebt mich, ich ihn nicht so, aber es ist noch das Leichteste. Ich hab ihn echt lieb. Dann kommt der Junge mit dem Pappkarton. Was heulen Sie denn? Ich heule ja gar nicht, natürlich. Und dann erzähle ich Ihnen die ganze Geschichte. Die erste 2 von meinen 4 Schinkenbroten. Und was mache ich jetzt? Naja, Pelz behalten, neue Papiere besorgen, erst eine Adresse und von vorne anfangen. Auf Dauer ist Anständigkeit besser. Dann geht der auch. Und was mache ich jetzt? Vielleicht gehe ich zu Karl, der wollte mich ja. Und auf Dauer ist so ein Glanz ja auch Blödsinn. Und das, liebe Gemeinde, ist das kunstseidene Mädchen von Irmgard Keun.
Vielen Dank.